Also es ist unglaublich. Wir sind total happy. Es ist ein richtiges, ich sag mal, Bienen-Networking-Event. Es war der Oberbürgermeister da, der Vertreter des Landrats, all unsere Bibetta-Partner, die Medien hier aus der Region, all unsere lieben Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen. Der Bienenschwarm wird wirklich immer größer. Es ist ganz großartig. Die Biene ist nicht nur sympathisch, sondern sie ist für uns alle lebenswichtig. Deswegen haben wir uns entschieden, zusammen mit den Kollegen aller Verlage von Hubert Burda Media und unseren Partnern das Thema Bibetta aus der Taufe zu heben. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Herr Dr. Burda die Bibetta-Kampagne ins Leben gerufen hat und dass er sie über die umfassenden Kommunikationskanäle bundesweit darauf aufmerksam macht und dass sie auch hier vor Ort mit dem Burda Bienenerlebnisgarten ein gutes Beispiel bringen und damit vorangehen. Ich habe mich gefreut, als ich davon mitbekommen habe, dass das Hause Burda sich diesem Thema nicht nur angenommen hat, sondern es sehr breit auch aufgegleist hat mit Medienpartnern bzw. auch unterschiedlichen Firmen, die das hier aufgreifen werden. Sie in ihren ganzen Blättern, sie haben eine große Durchschlagskraft. Und insofern ist das wunderbar und dass sie das dann auch noch hier in Offenburg machen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich auch. Und vor allem das Schöne ist, dieser Bienengarten, der ist jetzt nicht irgendwo hinten drin versteckt, sondern er ist ganz vorne, er ist ganz präsent bei den großen Burda-Lettern und es zeigt ja auch, welchen Stellenwert das Thema für sie auch einnimmt. Wir wissen, dass es da wohl irgendjemand eine kommt, bei dieser Dritten. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee, dass Hubert Burda da mit seinem Team voranschreitet. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe viel zu wenig gewusst darüber, über Bienen und Bienensterben. Aber es ist gut, dass man eine solche Informationsveranstaltung nun bringt, an den Tag bringt und damit auch die Leute aufrüttelt, etwas zu tun. Die Aktion Be Better von Burda Media ist einfach großartig, genau das, was wir gesucht haben, um es ja, einem breiten Publikum auch irgendwie schmackhaft zu machen, da mitzumachen, die eigene Initiative zu ergreifen, vielleicht im Garten eine Blumenwiese zu pflanzen oder darüber hinaus mal nachzudenken, was kann ich tun, um da mitzuhelfen, um den Bienenflächen zu Hause zu bieten und ja, nachhaltig zu wirken. Und deswegen finden wir das toll von RP1 und deswegen sind wir dabei. Und das ist eigentlich auch in den Köpfen der Hörer verankert gehört, dass wir ohne Bienen, ohne Wildbienen nicht da wären, unser Leben nicht das wäre, was es ist. Und wir erreichen viele Menschen mit unseren Kanälen und deswegen wollen wir einfach eine Lanze und einen Stachel für die Biene brechen. Die Honigbienen, die können gut und gern mal 10 Kilometer Strecke schaffen. Die Wildbienen, manche Arten fliegen in ihrem ganzen Leben nicht weiter als im Umkreis von 300 Metern. Also diese Anwendung ist eine VR-Anwendung, das heißt, da sind wir in der virtuellen Realität. Und das bedeutet, man ist praktisch mittendrin. Also das, was man sonst nie so hat, wenn man am lebenden Bienenstock steht, da sieht man ein riesiges Gewimmel und man sieht kaum Details. In dieser VR-Anwendung, die komplett am Computer entstanden ist, kann man sich dann auch die Szenarien mal richtig in Ruhe ansehen und im Detail.